À Zurich Altstetten se trouve le Basislager, qui abrite quelques 200 créateurs culturels dans un lotissement de containers. Ces créateurs ont initié un projet visant à améliorer les alentours des logements containers voisins pour requérants d'asile. Ensemble avec les requérants d'asile qui y habitent et le voisinage, ils ont construit une place de jeu. Also, die Ausgangslage ist, wir sind hier auf einer Brache in der Stadt Zürich. Wir haben 200 Ateliercontainer auf der rechten Seite. Wir haben die AZ-Siedlung auf der linken Seite mit etwa 150 Flüchtlingen plus vielen Kindern. Wir sind alles kreative Leute in den unterschiedlichsten Bereichen tätig und haben relativ gleiches Gefühl gehabt, wir müssen vor allem etwas für die Kinder machen, wir müssen etwas für unsere Nachbarn machen. Wir haben uns zusammen hier 8 Leute aus verschiedenen Berufen. Wie ein grosser Bildschirm, den Rahmen malen. Es hat jeder ein bisschen das übernommen, was er am besten macht. Also klar gibt es da viel administrative Arbeit, aber das gehört halt dazu. Und wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Wir haben auch viele Leute gehabt, die uns geholfen haben. Also Männer und Frauen von der AZ-Siedlung, die auch sehr Freude hatten. Zum Beispiel jemand hat sehr intensiv geholfen bei den Holzarbeiten. Die anderen haben geholfen schaufeln. Und das war schon auch eines der Ziele, dass man so wie zusammen etwas machen kann. Es war sehr schön, als wir die Pflanzkiste angepflanzt haben. Für mich ist das eine Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, dass sie willkommen sind, damit ich im Kleinen einen Beitrag leisten kann. Es ist eine Sache, irgendwie Politiker zu entscheiden lassen, was passiert oder Stimmvolk. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man mit eigenen Händen anpackt. Wenn man seine Ideen kann realisieren kann und das in einem Umfeld macht, wo die Leute begeistert sind davon, wo man wirklich einen Unterschied machen kann im Kleinen und nicht wartet, bis irgendjemand dort oben entscheidet, dass jetzt etwas passiert.